großer Gott, was ist hier los? Ich bekomme einen Haufen Munition. Moll, was treibst du denn? Ich mache hier einen Deal. Wie, du machst einen Deal? Mit wem denn? Die haben gesagt, die sind aus der Ukraine und die wollen Eiersalat. Moment, wie, was? Du handelst da hinten mit verrückten Ukrainern? Ich habe ganz viele verrückte Ukrainer-Päckchen bekommen. Ja, aber, ach Merle, das ist doch wieder was Blödes. Wieso das doch? Wir brauchen Munition. Du hast gesagt, wir müssen heute alles wegmachen. Ich habe aus Versehen Babyschwein erschossen. Naja, okay, es war schon ein gezielter Mord. Aber nur weil du mich und die Ukrainer und der Eiersalat, das hat mich einfach so hypnotisch verwirrt. Der hypnotische, den kann doch niemand handeln. Den kann niemand handeln. Eiersalat ist gefährlich. Ja, aber sie sind doch Ukrainer, deswegen kennen sie sich aus. Ich treibe sie jetzt. Die Schweine. Ich treibe sie. Ja, wie viel Munition willst du noch haben? Ich habe aus irgendeinem Grund in einer Waffe 71 Schuss. Wird voll gebackt mit Muni wegen dir. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe 20 Päckchen gekauft. Ja, und irgendwas hat sich da total überschnitten. Ist doch nice. Komm. Also ich habe... ich habe 6 Kugeln im Dings. Wo bist du denn? Was machst du denn eigentlich? Die Schweine sind hier gierig nach Elektrostößen. Wie bolzt du die jetzt alle weg da, oder wie? Ich hab sie angebolzt. Du hast gesagt, wir müssen heute die große Säuberung machen. Ach so, ja, aber wenn du schießt, laufen die doch eh weg, oder nicht? Ja, aber die laufen leider nicht in die Todeszone. So richtig reich. 1, 2, 3, 4. Oder, boah, was ist da drin los, Alter? Oh mein Gott! Maschinengewehr, Mann! Ich hab irgendwie durch die Ukraine habe ich jetzt eine Uzi. Alter, was, oh Gott, was, oh mein Gott, was passiert da drin? Wow, was ist hier los, Alter? Oh mein Gott, flüchtende Schweine, oh Gott, was ist geschehen? Oh nein, Alter, ich, guck mal, er, keine Ahnung. Er will mir die Hand schütteln, siehst du das? Und er schießt nochmal. Was ist mit dir, Alter? Oh Gott. Ich nutze nur diese Hacks, die du mir gegeben hast. 1, 2, 3, 4. So richtig reich. Hör, hier ist ein Huhn. Hier rennt auch noch ein Huhn mit rum. Undercover-Huhn. Guck mal hier. Unterkiefer. Ey, wie macht man Ego-Sieg? Guck dir das an. V gedrückt halten. Hier ist ein Undercover-Huhn. Das versucht sich irgendwie durch. Komm mal her. Wo kam das denn her? Hier so ein Schwein. Es tanzt wie als Huhn. Ey, macht er das mit dem Kiefer bei dir auch? Mach mal die Ego-Perspektive und hock dich mal da vor mir. Hallo, mein Name ist Frederik. Ich stecke fest, können Sie mir helfen? Hallo. Bitte. Hallo, haben Sie zufällig ein Paket Butter in der Tasche? Alter. Oh Mann. Oh Mann. Rauchende Merls. Das ist auch schön. Oh Gott. Okay, Frederik, lassen wir noch. Das Undercover-Huhn. So, ich muss jetzt anfangen mit dem Zerlegen. Das Undercover-Huhn hat ja auch noch sein Unwesen getrieben. Aber nicht Frederik. Es wird alles verglitschen wieder wahrscheinlich. Ach Quatsch. So viel Fleisch. Hol schon mal die Wurstwanne. Hol schon mal die Wurstwanne, Alter. Du hast gesagt, wir säubern jetzt fürs nächste Update. Ja gut, aber wann wird es sein, das Update? Irgendwann wird es sein. Was hatten Sie? Sie hatten irgendwas, Melkmaschinen kommen dann irgendwie Oktober, oder? Melkmaschinen kommen, Jagdquests. Kommt viel, Mann. Ich hol ja schon mal Kistis. Oh Mann, ey. Hinten auf dem grünen Transporter, mit dem ich gerade Munition holen war, da war auch noch. Ja, wir haben ja mittlerweile schon so an die 40. Aber es wird dunkel, ey. Ja. Gleich lieber schlafen gehen, tagsüber hier das... Ach, da im Gang liegen auch noch welche, oh Gott. Ja, aber nur kleine. Ich nie wieder aus dem Kopf, ey, was war das nur? Ich hatte von dir und deiner ukrainischen Connection MG bekommen und dann hast du mir halt im Endeffekt gesagt, reinhalten. Ich so, wie jetzt reinhalten? Ja, reinhalten. War schon gut so. Niemand gesagt. Ich denke, da ist eine intensivere Untersuchung fällig im Laufe der nächsten Jahre. Ist das rohe Wurst hier, die noch rumsteht? Huhn? Was, hier sind auch die ganzen Boxen mit Kram voll, ne? Ja, es ist... 20 Uhr sollen wir kurz schlafen gehen? Ja. Warte, ich komme hier aus dem Stall.
Die Tür brauche ich eigentlich gar nicht mehr zumachen, weil irgendwie, du hast ja da einen Finger am MG. Sollen die anderen, die noch übrig sind, in die Freiheit gehen, wenn sie es können? Auf einmal hast du Mitleid. Weißt du, du bist so ein Doppelmoral-Typ, ne? Ganz halt so auf, alle abschlachten. Babys zuerst. Guck mal, ich hab die Mutter, die schwangere Mutter voll in die Fresse geschossen. Geil. Und ich so die ganze Zeit, ey, lass doch mal gut um Tiere kümmern. Lass doch mal was Verrücktes machen. Tiere mit Respekt behandeln. Nee, nee, nee. Tiere sind für mich Abfall. Aber ich bin Amish. Ich kann das mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Guck mal. Nee, 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 nee. Guck mal hier, also hier können wir schon mal, ich mach hier schon mal ein bisschen Hähnchen und sowas hin, damit wir hier auch die Boxen gleich wieder haben. Engine. Engine? Engine. Ich habe Engine, Alter, was ist hier? Oh Gott. Hier ist Schweinewurst Salami, hier ist Engine drin. Oh Gott. Das muss alles jetzt noch verwursten. Kinder sagen die ganze Zeit, verwurste mehr, verwurste mehr. Du wolltest hier durchwischen, feucht. Jetzt haben wir, jetzt ist es richtig. Das war richtig durchge. So feucht wird es den Rest meines Lebens nicht mehr. Nö, so feucht wird es ja nie wieder sein. Nee. Hier ist einer, der hat überlebt. Der läuft ganz langsam traumatisiert. Ja, komm. Hab Mitleid. Ah ja, komm. Läuft er durch die Leichen. Hier rennen noch mehr traumatisierte Patienten. Schweinetraumaklinik, die neue Serie vom Kreis hin. Als Schweinetraumaklinik. Schweinetraumaklinik. Nein, vom Kreis Industries. Eigentlich müssten wir die eher da hinten, dann können wir die nämlich direkt durch den Gang transportieren, die Boxen. Aber ich mach die mal hier ganz kurz hin. Das hier so durch den Gang? Ja. Und dann einfach hier... Ja, dann einfach reinschütten. Und dann wird halt alles verwurstet. Liefern Sie mir Boxen, ich leere Ihnen die Boxen. Ah, okay. Also ich mach die hier auch noch eben leer. Den Kreis Industry Meat Train. Der Meat Train, Alter. Ihr stellt dann die leeren Boxen wieder hin, da, oder wo wie? Der Code ist, ja. Okay, warte mal, sind das jetzt alles volle Boxen hier? Volle Boxen ist die Box ist noch leer, okay. Ich hab richtig viele leere Boxen hier schon für dich. Dieses Huhn, Alter, was hier rumläuft in diesem Stall, das hat einiges gesehen. Das hat auch das große Abschlachten mit der Dimension, ne? Das dimensionale Abschlachten hat es auch gesehen. Das hat alles, Alter, was das Huhn gesehen hat. Das kannst du keinem, das geht auf keine... Deswegen, finde ich, sollten wir es am Leben lassen. Es hat Legendenstatus. Es hat Geschichten zu erzählen. Geschichten aus der Hühnerhölle. Die neue Telenovela von Kreis Industries. Geschichten aus der Hühnerhölle. Mann, ist das kacke! Warte, ich liefere die hier immer vor die Tür am besten, sonst komme ich durcheinander. Ich muss eigentlich noch einen Wassertrog schnell oben bauen, sonst verdoschen die mir alle. Ich glaube, ich hole mal ganz kurz noch Eisen und Zement. Ich habe hier einen Brunnen und will hier so eine Wasserversorgungs... Wir wollten eigentlich auch noch hier hinten einen Pferdestall bauen, ne? Ja, der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht fertig. Der ist noch nicht over yet. Over yetten. Over yetten. Mein Opa, der hat immer over yetten gemacht. Ne? Der hat immer over yetten gegessen. Kennst du Schoketten, ja, ne? Ja, ja, klar. Findest du Schoketten geil? Ja, ohne klebrige Finger, sagen sie ja immer. Ohne nerviges Knistern und Brechen. Ohne Krümel. So eine Schokette, die geht deep throat in den Mund. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also, kommt drauf an. Manchmal, wenn die gerade irgendwo im Angebot sind oder so, dann nehme ich vielleicht mal eine mit, aber gezielt kaum. Am Straßenrand habe ich eine Schokette. Nee. Hey, du Süße.
gezielt hole ich dir jetzt nicht. Ist aber ich so, bin auch kein Milka-Fan. Magst du Milka? Ja, wie gesagt, kommt immer darauf an. Jetzt, am liebsten mag ich davon diese großen, die dann irgendwie mit Karamell und Keks oder so. Nee, ich weiß nicht, ich mag die irgendwie nicht so gerne. Doch, die finde ich geil. Ich bin einfach kein Milka-Fan. Irgendwie Milka ist nicht so meins. Also wir haben auch hier noch einen riesigen Hänger, wo die Leute auch irgendwie gesagt haben, ich beschwöre euch. Ich beschwöre eure Mutter. Boah, ich freue mich so auf die Melkeinheiten. Das fehlt halt. Zwangsmelkung. Das kommt. Es wird kommen. Ja, haben sie ja gesagt. Es wird zwangsgemolken. Freut euch drauf. Ihr steht darauf, Kühen Schlauch reinzujagen und ihnen die Milch zu rauben. Jetzt neu von Kreis Industry. Ich sag nur eins, Leute. Genießt die Frames noch, solange es geht. Ja, es ist. Die wollen es verbessern. Mehr Frames von Kreis Industries. Kinder in Afrika müssen leiden, aber wir haben mehr Frames. Was machen die Pferde eigentlich da hinten, ey? Das ist auch irgendwie so eine perverse Sache da. Keine Ahnung. Dieses Huhn geht da noch rein in diesen Raum und denkt sich, was zur Hölle? Also, was hast du gesehen, du altes Huhn? Godzilla. Godzilla, ich glaube, es wird auch nicht reden können. Glaubst du, das Huhn ist fertig, so mit der Welt? Ich denke. Also du denkst, hat ein hartes Trauma weg. Es hat diese Hühnerdimensionssache erlebt, es hat hier die Maschinengewehrschießerei im Schweinestall. Also es hat ja wirklich alle großen Krisen mitbekommen, ne? Das hat ja wirklich alles gesehen. Das arme Tier. Denn irgendwann, ne, irgendwann sind ja auch alle Kühe ausgemolken. Dann die große Entsaftung hat es auch mitbekommen, meinst du? Also wenn Kies dann, wenn die Ställe wieder voll werden und Kies irgendwann sagt, hol das Huhn der Weißen, dann wisst ihr, was als nächstes passiert. Das Huhn soll zusehen. Das Huhn soll zusehen. Hm? Hat auch immer so Zigarettenausdrückverletzungen. Oh Gott. Das Erntehuhn. Sein Leid gibt eine gute Ernte. Das ist halt wie dieses American Horror Story Huhn. Kenny, habe ich nie gesehen. Das ist eine geile Serie. Ich mag alle die. Alle sagen immer, guck da. Nee, ist echt geil. Ich finde es geil. Ich find's voll gerne. Aber jetzt, wo hier die Ding, die. Wie heißt sie? Jessica Lange oder wie die hieß? Wo die nicht mehr dabei ist, die alte. Macht sie nicht mehr so. Keine Ahnung. Die war einfach. Halt einfach klasse. Hier ist noch ein Haufen leerer Container. Das Huhn läuft aber hier überall rum, ne? Ey, wie geil ist es, du startest so das Auto und es reagiert sofort, es macht richtig... Oh, hier oben sind schon Hühner kollabiert. Brechen schon die ersten Tiere zusammen. Am Wassermangel. Chicken Collapse. Hä, müsste jetzt nicht Wasser drin sein? Was soll das Wasser drin sein? Ich hab doch schon Wasserdruck gebaut da oben. Vielleicht funktionieren die nur auf Bodenebene? Ne, ist Wasser drin. Okay. Na, ein paar sind zusammengebrochen. Haben den Druck nicht ausgehalten hier oben. Aber hier oben ist auch echt die Hölle. Das ist nur was für ganz harte Hühner hier oben. Es wirkt gleich wie ein anderes Spiel irgendwie, ne, mit den Frames. Was? Das Unwetter ist echt fies. Ja, Unwetter ist richtig laut, ne? Ja, ja. Oh, ich muss hier mal ein bisschen den Trog auch umbauen. Ja, hier oben, das wird halt so eine riesige... Also ich werde dann irgendwann geile Hähne reinschmeißen, aber wenn ich hier oben... Will ich halt haben, dass es so richtig voll läuft. Der Wahnsinn. Weil die stehen jetzt schon in ihrem Kot. Das wird wieder so ein Ding. Ich werde wegfahren ins Nachbardorf, wenn du das da regelst mit deinen Hühnern. Ich sag einfach mal, wie es ist, es wird böse, was hier oben passiert, klar.
aber ich habe gehört, Grass Industry reibt sich halt schon die Fettfänger. Die wollen was, die machen es wie, ja, auf mehreren Etagen halt, ne? Und das riecht natürlich nach Profit. Ja, klar, Tod und Elend auf mehreren Etagen, ist ja auch so ein Motto von denen. Das ist ein Motto. Hey, das schaffst du, Otto. Das ist unser Motto. Oh, wie hieß nochmal die Bowling? Pin Pals? Nee. Pin Pals. Ja, die Pin Pals. Meinst du, das ist immer noch so? Ist Bowling immer noch so ein American-Ding? Ja, ja, ja. Bowling ist da heilig. Ne, mit ihren Bowling-Clubs immer und weiß ich nicht. Ja, so Bowling ist aber auch bei uns in der Gegend ziemlich heilig. Also wir haben hier eine recht krasse Bowling-Kultur. Ja. Ich selber gehe aber auch ganz gerne Bowling. Ich find Bowling Saufen, gut. Saufen machen die hier immer. Viele. Jetzt bitte ihr dazu. Ja, nee, aber so dieses, ich meine mehr so dieses Oldschool-Ding. Also das, ne, so, dass sie sich dann treffen sich einmal die Woche die alten Herren ohne die Damen, um dann halt ihre neuen teuren Bowlingkugeln zu präsentieren irgendwie. So, ne, so wie hier diese Sparclubs zum Beispiel noch, gab's ja so ganz früher, ist schon uralt, aber es gibt Leute, die zelebrieren das immer noch, die treffen sich dann halt zum Saufen. Gott, hier ist voll das Unwetter. Also, haben wir noch ein bisschen Wurst oder sieht schlecht aus? Also, der Stall ist jetzt leer. Die Kisten stehen vom... Ja, jetzt müssen wir das alles halt verwaschen. Ja, erstmal auspacken gleich alles. Boah, es wird richtig anstrengend, du. Ja, das wird ätzend. Das ist... Eines Tages werden wir wieder hier sein. Und werden Wurst sehen. I am the dog, the dog. Hast du die Stimme, die dir sagt? Into the night. Hast du die Stimme, die dir sagt? I am the dog, the dog. Ah, der hat auch Skandale gemacht, der Mann. Ja, aber der hat sie ja Vergewaltigung offen. Und alles gesungen. Ja, ja, der hat's aber halt offen einfach auch, ne? Deswegen war er ja eine coole Sau. Deswegen war er eher so ein gefragter Künstler. Der war echt cool. Ich liebe hier dieses Tradinet um. Oh, oh, oh. Das heißt Tradinet um. Nee, das heißt, dreh dich nicht um. Ja, ich weiß, aber... Tradinet um. Oh, oh, oh. Schau, das war auch alles irgendwie so ein Nonsens, aber... Ja gut, der war auch ein bisschen daran vollgekokst, ne? Ach Mann, da war Koks irgendwie noch richtig lässig. War es halt noch irgendwie fast gesund. Muntermacher war das halt damals. Ja, da war es halt auch noch in den Getränken erlaubt. Stell dir mal vor, wir hätten irgendwann so eine Gesellschaft, wo man sagt, oh, heute kommt hier ein bisschen Koks beim Metzger noch nebenan. Ja, im ich hätte gern, ja, oder so, weißt du, du bist in so einem... So der Drakotheke. In der Drakotheke und sagst, ja, ich nehme zwei Packung Aspirin, ein bisschen Mucosolvan und das ist reine Kokain. Aber bitte 90% plus. Ja, stell mal vor, es wäre so. Ja. Ja gut, ich meine, das siehst du ja so im Bereich Cannabis, so wenn du jetzt nach Holland fährst, ne, so und... da in so einen Shop gehst, da fragt da keiner nach, so, ne? Ne, weil das ja normal ist und erlaubt. So, da, ja, das ist nichts Frivoles, da setzt du dich da hin, kannst du einen Kaffee bestellen, was zu essen, ne, so, es ist ja gesagt. Naja, das kommt bei uns ja auch bald. Das kommt. Ja, weiß man nicht. Muss man abwarten. Wir müssen durch die Corona-Krise durch, wir sind nicht mit hier Marihuana-Geld. Ja, doch, warum denn nicht? Ganja Money. Ist doch die beste Lösung. Ob es die beste ist, keine Ahnung. Na klar, Experten meinen, mich das da nicht macht ein. Im ersten Jahr irgendwie 1,4 Milliarden oder so. Ja. Da holst einfach ein paar lizenzierte Shops und fertig. Ja, halt nicht so irgendwie in der Tanke, aber einfach so. Ich warte, weil ne, das ist halt, das Thema ist halt schon, seit ich denken kann, offen irgendwie auf dem Tisch in dieser Welt. Ja, aber ich glaube schon, das kommt. Also jetzt nicht morgen, aber... Ja, ja, klar, jetzt nicht morgen. Und das ist halt das, was halt schon seit 15 Jahren... Ja, aber jetzt ist es 16 näher. Jahren. Ist näher. Ja, du weißt Deutschland. Wenn Deutschland sagt, morgen bauen wir eine Autobahn,
ja, dann sagen die, es ist 1984 und 2021 ist der erste Spatenstich. Das ist einfach so. Hallo, hast du mal die Dokumente gesehen? Die müssen ausgefüllt sein, abgestempelt im Torf, vergraben, dann nach 3 Tagen wieder entdeckt, dann beanstandet, um wieder zurückgeschickt zu werden. Oh Gott, wir öffnen hier, glaube ich, langsam wieder so eine Fleischdimension, ne? Ich fange schon an. Ich fühle mich auch ziemlich wurstig. Ich glaube, manche fallen schon wieder durch die Erde irgendwie, es ist komisch. Eine Dimension des Leides. Da öffnet sich irgendwie eine Tür, die wir nicht mehr zukriegen. Nicht mehr zukriegen, ja. Oh oh, jetzt habe ich wieder so ein Wurstapparillo entfernt. Ja, sag ich ja, man fasst aus Versehen dann an den Apparillo. Ja, die Dinger müssen einfach mal ein bisschen fixierbar sein. Dass man irgendwie sagen kann, so, jetzt fixiere ich meinen Apparillo. Ja, weißt du, aber die Entwickler, selbst die spielen das ja nicht so wie wir. Nee, Gott, die machen das ja simulationmäßig. Ist ja eigentlich dazu da, eigentlich zu roleplayen. Ja. Wir sind ja immer gleich so, ja komm, wir holen alles raus. The Way of Kreis Industries spielen wir halt. Ja, jetzt habe ich einen Kniddel aus Versehen gemacht. Ja. Das sind die sogenannten Unfallknödel. Die Unfallknödel, ja. Bei uns eskaliert ja auch immer alles. Also ich habe bis jetzt so jedes Spiel, wo man bauen kann, eskaliert bei uns. Das ist doch geil. Also wir haben aus Raft eine Stadt gemacht, bis das Spiel abgeschmiert ist und die Stadt einfach verschwunden ist. Ja, stimmt. Da wollten wir gerade Hitlers Landeplatz bauen, dann war das Ding weg. Ja. Also aus jedem Spiel, wo man irgendwas bauen kann, schaffen wir es. Ich meine, unser Zug ist ja auch schon jetzt. Dann kommt das Luxusabteil, das Tiermörderabteil, das Trophäenabteil. Ja, aber da haben sie es ja begrenzt. Ja, da musst du ja freischalten und dann irgendwann ist Ende. Also sie wussten, Kreis und Kies, die machen's. Mann, ey, ich leg eine Wurst weg, ein Fleisch und hab wieder ein neues in der Hand. Das ist doch nicht der Sinn der Sache hier. Wir müssen irgendwas einbauen, wie man schneller hier so ein Ding, so ein Brühtopf füllt. Weil das sagen auch alle, ey, ich hab keinen Bock an den Brunnen zu gehen, zu kurbeln. Ne, ja. Das macht einfach keinen Spaß. Das macht einmal Spaß, vielleicht auch zweimal, vielleicht sogar 10-mal. Aber dann denkst du ja, okay, jetzt ist es immer. Ja. Effizienz kennen die irgendwie nicht. Ist es auch Playway? Ich weiß gar nicht. Nee, aber ich glaube, es ist halt auch so, du musst halt auch so diese To-Do-List sehen. Es geht ja oft nicht um, was jetzt einfach oder schnell zu machen ist, ne, so, sondern erstmal wird das so. Erstmal Bugfixing, ne, damit die Leute Spaß haben, so. Und dann kannst du Quality of Life so dich drum kümmern, ne. Und dann musst du halt immer gucken, dass du so ein bisschen von beidem machst, dass du dich halt um Quality of Life und um Bugfixing kümmerst. So. Aber das Spiel ist ja auch unglaublich erfolgreich, ne? Ja, es ist ja auch geil eigentlich. Aber da waren wir auch echte Pioniere damals. Als wir noch jung waren, ja klar. Wir haben es erkannt auch wieder. Wir haben tauchen, direkt gesehen. Schon lange hier nicht mehr unter dem Meer. Weißt du, was auch ein Mega-Kassenschlager wäre? Subnautica Co-op. Ja. Die Mod, ist die schon ausgereift? Weiß ich nicht. Aber da gibt es ja auch sehr viele Menschen, die nur drauf warten, Kies und Kreis in nautisch versauten Abenteuern. In nautischen Tiefen. Und da bauen sie dann wieder irgendeine riesige Unterwasserbasis mit eigenen, irgendwie so, daher, das ist das Fischpeitschbecken. Ja, darauf warten aber alle. Darauf wartet die Welt. Hier werden Fische gequält. Ach ja. Für was so ist dieser Raum gut? Hier werden einfach nur Fische gequält. Ja, da siehst du diese Mengen an Fleisch. Ja. Das wird nie aufhören hier, ne? Ist dir klar? Ja. Und der Kuhstall explodiert halt auch schon wieder, ne? Wieso? Ist es? Ja, vermehren die sich da drin auch noch? Ja klar, vermehren die sich da drin. Du hast ja gesehen, die Männer haben sich weiterentwickelt und haben irgendwie einen Dotterbeutel. Ja. Guck mal, er badet in der verarbeiteten Masse seiner Familie. Kranke Sau da hinten. Du Psycho. Können wir den behalten, den kleinen Psych? Ja, und das Huhn. Wir haben Dinge gesehen. Ich weiß halt nicht, ob sie fühlen sich wohl zwischen den Leichen.
Ich weiß nicht, wo sich der Schwein halt irgendwann trinken holen soll und so, ne? Ich will den Trog hier irgendwo hinsetzen. Ja, du kannst jetzt hier unendlich Wurst machen. Gehen wir mal kurz in den Kuhstall. Und schauen wir mal kurz rein. Also, was haben wir denn hier? Ja, absolute Eskalation. Absolute Eskalation. Hier sind auch schon wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ne, das ist ein Euter. Ja, irgendwie so zwischen 10 und 12 Schweine. Hier sind irgendwo noch ein paar kleine dazwischen. Aber das war ein rein männlicher Stall. Die haben sich einfach weiterentwickelt. Die haben sich einfach gemorpht. Morphopix, die neue Serie. Wow, mein Essen hat sich gemorpht. Warum steht da Marv? Meinen die mich? War so ein Klassiker, ne? Warum steht da Marv? Und dann hat... Boah, du bist gerade voll der Robomann. Hallo? Gut, ich glaube, Greis, sein halber Planet funkt ihn an. Das war's eh mit der Folge. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Was ist das? Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss.